Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Wir haben in der letzten Folge die Assassinen das Assassinen-Hauptquartier in diesem alten Tempel von den Templern befreit. Leider mag uns der Oberassassine noch nicht so wirklich. Könnte daran liegen, dass wir den Templern die Karte gegeben haben. Vielleicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und jetzt haben wir hier noch so einen Maya-Stein geholt, weil James Kidd hat uns gezeigt, dass es da unten eine tolle Tür gibt mit einem riesigen Schatz dahinter. Wir müssen nur 12 Millionen Steine finden, um diese Tür zu öffnen. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es sind, halt alle diese Maya Gedönsteile hier. So, was ist eigentlich? Müssen wir ein Krokodil? Das ist auf jeden Fall böse. Das heißt, ich sollte hier möglichst nicht ins Wasser. Ich bin mir aber jetzt nicht... wo könnte ich... So, wir nehmen mal die Pistole. So. Und versuchen mal das Krokodil, das da schwimmt, zu erlegen. Ich hoffe, da schwimmt nicht noch ein Krokodil in diesem Sumpf. Nachdem wir ja dann eben in der Folge vorher noch von einem Jaguar angegriffen wurden und das fast im Nirvana geendet hätte, weil immer wenn wir tot waren und ich irgendwie ich hatte die falschen Waffen equipped und immer wenn wir tot waren und neu gespawnt sind, hat er uns direkt wieder angegriffen. Wir haben es dann aber doch noch geschafft, indem ich ihm einfach kurz schlafen gelegt habe. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken noch. Also ich hoffe, ihr habt es auch schon gesehen. Was ist denn das hier eigentlich für ein... Das ist ein Baum? Nee, ist aber nichts. So, und ich bin jetzt eigentlich auf der Suche nach dem Ausgang, wo unser Schiff liegt. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Ich weiß nur, ich laufe hier gerade ziemlich planlos im Dschungel rum. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier nachher noch irgendwo das Dschungelcamp entdecke oder sowas. Aber das sieht hier ganz gut aus. Da vorne ist noch eine Kiste, die hole ich mir auch. Jetzt können wir nämlich auch hier deutlich entspannter auf der Insel rumlaufen. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir, mein Freund. Es tut mir zwar in der Seele weh, die erschießen zu müssen. Ich mag Jaguare eigentlich sehr. Das sind sehr schöne Tiere, aber um des Überlebens willen nehme ich das hier mal in Kauf. So, hier höre ich es doch schon wieder. Da ist die Kiste. Ich wollte gerade sagen, hier höre ich es doch schon wieder blinken. So, wir haben alle Truhen auf der Insel. Sauber. Das heißt, da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Wir können uns jetzt hier einfach ein Boot schnappen. Das machen wir auch. Und hauen mal ab zu unserem Schiff. Und unsere Mannschaft freut sich, dass wir sie befreit haben. Ich hoffe, die nehmen uns das nicht krumm, dass wir dafür verantwortlich sind, dass sie überhaupt... Moment, hier ist eine Mission. Ich hoffe, sie nehmen uns das nicht krumm, dass wir daran schuld waren. Ich sehe die Mission. Wo? Welche? Karibisches Meer. Ach so. Ah, weil wir sind jetzt hier im Hafen und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal... lass dich fallen. Runter. So. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal jetzt wegsegeln, damit wir wieder den richtigen Dingen sehen. Aber wir gucken mal, was unsere Flotte macht. Kenways Flotte. Vielleicht können wir ja... Genau, die Mission ist erfolgreich. Wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen dadurch. 100 Regales. Sie haben ein sammelbares Fundstück erhalten. Armband. Okay, ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen kann. Ist aber okay. Wir haben jetzt auch hier im Golf von Mexiko 4 Missionen. Und... Die südlichen britischen Kolonien, die sind noch riskant. Ich glaube, wir machen da mal eine Seeschlacht und schnappen uns dann mal hier die Santa Luis. Reparieren die. Ja, und beginnen mal die Schlacht. So, gegen ein Kanonenboot. Wir feuern einfach mal ein Feuerfass ab. Ist hier eigentlich irgendwie noch klicken oder so? Nee, das machen die einfach so. So, das Kanonenboot ist gegen unser Feuerfass gefahren und wir haben gesiegt. Souverän, muss ich sagen. Und damit ist nämlich diese Route jetzt auch sicher. Die ist sicher, der Golf von Mexiko ist riskant. Bitte wiss.
Nee. Nicht mit mir. Den wollen wir auch sichern. Ist wieder ein Kanonenboot. Dann repariere ich jetzt auch gar nicht. So, wir feuern direkt ein Feuerfass ab. In der Hoffnung, dass das Kanonenboot da reinfährt. Hallo, trefft mal bitte. Wunderbar. Und damit jetzt sollten wir, glaube ich, das Schiff aber auch reparieren. Jetzt ist aber hier die Route wieder sicher. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, wo es mehr gibt. Ich meine, wir haben hier zwei neue Diplomatie. Wir haben die Ressourcen nicht. Okay, dann nehmen wir einen Wink Fortunas und lassen hier mal die Santa Eva Maria, die schon ziemlich kaputt ist. So, reparieren wir erstmal. Und dann würde ich sagen, darf die Santa Eva Maria mal Tabak nach Veracruz bringen. So, Diplomatie, da fehlt uns der Rum. Ah, okay, jetzt heißt, wir sollten jetzt die Sachen nicht mehr einfach verkaufen wahrscheinlich. Vielleicht gibt es ja hier in den südlichen Kolonien noch was. Das haben wir nicht, aber hier Tabak haben wir genug. Das heißt, wir können hier noch die zweite Mission machen. Und vielleicht können wir auch noch, wenn wir gerade schon dabei sind, hier ist halt gefährlich. Die Seeschlacht würde schon einiges bringen. Wir probieren das einfach mal. Erfolgsaussichten 1%. Wir lassen dann erstmal die östlichen britischen Kolonien. Die können wir nicht machen, die können wir auch nicht machen. Die machen wir gerade. Was sagt denn der Gott? Da können wir, glaube ich, auch eine gute Tat könnten wir machen. Naja, es ist egal, es ist besser als nichts. Das heißt, wir schicken unsere drei Schiffe mal los. Wir müssen aber langfristig auch neue Schiffe auf jeden Fall hier rekrutieren, in unsere Flotte bringen, dass wir in den Seeschlachten mal besser werden. Finde ich übrigens ein sehr cooles Feature, auch wenn ich mir das... Das wäre so was Typisches, was man halt in der App nebenbei machen könnte. Ja, der Captain ist am Ruder. Wir stechen erstmal in See. Oh, ich bin Rang 189.000 in der besten Liste der wohlhabendsten Piraten. Da kann ich mich ja richtig glücklich schätzen. Da bin ich bestimmt schon unter den Top 10% oder so. Okay, wir können ein Gesundheitsupgrade herstellen. Oh, das sollte ich vielleicht auch einfach nochmal machen. Edward Upgrades. Monturen. Ist das hier? Ein brauner Mantel, Edward Kenways Kutte, ein brauner Mantel, Montur mit blutrotem Mantel. Ja, ich weiß nicht, also ich... Nee, ich will jetzt hier eigentlich... Kann ich hier spanische Rapiere... Was haben wir denn? Wir haben die britischen 232, die sind auch nicht besser und dafür haben wir kein Geld. Und ich glaube, Pistolen können wir uns auch noch nicht. Was haben wir da? 113, 115, die haben halt mehr Reichweite. Piratendonnerbüchse, nee, eher nicht. Nee, das ist mir jetzt zu teuer. Ich hätte ganz gerne eigentlich lieber dieses Gesundheitsupgrade. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo ich das finde. Das sind doch nur Klamotten. Und hier haben wir die Gouverneursmontur. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, die nehmen wir auch mal. Ach, die kann ich irgendwie nicht anziehen. Aber wo kann ich denn jetzt... Oder war das ein Jackdaw-Upgrade? Nee, das war doch... Nee. Herstellung. Da war's. Gesundheitsupgrade. 3. Achso, ich muss erst 2 herstellen. Das heißt, ich muss nochmal einen Hirsch finden. Kann ich hier noch irgendwas? Beutel für Pistolen, Munition? Nein. Okay. Theoretisch könnten wir es herstellen, aber wir haben... wir haben tatsächlich die richtigen Sachen noch nicht. Oh Gott, da vorne segelt eine riesige... Was haben wir denn? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich da reinkommen möchte. Das sieht so aus, als wäre da die gesamte spanische Flotte. Wir machen mal einen Ticken langsamer. Fregatte 38, 025. Den Schoner, nee. Da lassen wir mal schön die Finger von.
Machen wir lieber mal einen Bogen um die. Wobei ich mich frage, wenn ich da so reinballer, ballern die sich nicht gegenseitig irgendwie ab? Aber ich glaube, selbst das Ding hier... Ja, nee, selbst diese Brick ist für uns nicht schaffbar, denke ich. Das heißt, wir müssen aber jetzt eigentlich mal gucken, was wir machen. Ich bin mir gerade noch gar nicht so sicher. Außer, dass wir hier mal das Treibgut mitnehmen. Oh, cool. Direkt neben uns kommt hier ein Wal. Ich guck mal kurz auf die Karte, bevor wir jetzt hier ewig durch die Gegend segeln. Und unentdeckter Ort. Achso, das ist einfach nur ein unentdeckter Ort. Was ist denn das? Das war... Das eine, was ist denn SI? Ich habe keine Ahnung. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wo geht's denn jetzt weiter? Liebes Spiel, wo ist unsere Hauptmission? Da ist wohl unsere Hauptmission. In Nassau, okay. Ich guck mal kurz. Wir haben halt hier noch nichts entdeckt. Da ist Havanna. Ich wüsste halt ganz gerne mal... Ach so, das ist... HSI ist einfach nur... Das ist die Stadt und... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da gibt es Hirsche. Das heißt, wir holen uns hier mal... Wir machen jetzt einfach Schnellreise. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nicht immer überall hinsegeln. Das dauert dann doch ein bisschen arg lange. Und wir sind schon da. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hier einen Hirsch auf der Insel finden. Den wir auch nach einem mehr oder weniger eleganten Sprung Schildkröten. Müssen wir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die motivieren sollten. Habe ich die jetzt erschossen? Sieht so aus, bringt uns aber nichts. Die Möwen auch nicht. Da ist aber, glaube ich, ein Hirsch. Okay, das rennt zwar noch los. Ich frage mich jetzt auch, ob das so ist wie in Knochen Hirschpelz. Okay, jetzt können wir tatsächlich halten, stand da. Nee. Tut mir leid, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Nee, das war bei Herstellung, ne? Und da können wir jetzt das Gesundheitsupgrade 2. Und das Coole, wir können auch direkt das Gesundheitsupgrade 3 herstellen. Was gibt es denn jetzt noch? Was brauchen wir? Buckelwalhaut und Krokodilleder. Knochen des großen bitte, was? Weiße Haie. Weiße Haie. Wildschweine. Okay, wir gucken mal auf die Karte. Wo gibt es denn große weiße Haie? Ich brauche mal eine bessere... Ich will mal diese... Okay. Bullenhai, Bullenhai. Was gibt es hier? Da gibt es überhaupt keine Tiere. Da gibt es irgendwelche Ratten oder so. Das wissen wir, das kennen wir noch gar nicht. Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Was ist das denn für ein Ereignis? Hallo, ich wollte da eigentlich... Ach so. Ich glaube, da will ich immer hin. Ich will wissen, was das für ein Ereignis ist. Das heißt, wir stapfen mal schnell durchs Wasser zurück zu unserem Schiffchen. Und dann segeln wir einfach erstmal da runter. Und ich denke, im nächsten danach, also wenn wir wissen, was das für ein cooles Ereignis war, was auch immer, dann werden wir einfach mal, da ist vorne, das heißt, das Heck ist hier, und dann werden wir einfach mal die Story weiterspielen. Ja, ihr müsst euch doch nicht immer so freuen, Leute. Ich komme doch immer wieder. Braucht euch doch nicht so Sorgen, um mich zu machen. Ist aber lieb, ne? Okay. Ich frage mich nur, warum ist diese Insel so golden? So gülden? Ich glaube, das bedeutet irgendwas. Aber wir ignorieren das jetzt einfach erstmal. Uiuiuiui. Jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwo dagegen... Was haben wir denn da, Kleines? Ein Kanonenboot. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das lohnt sich nicht mal, um irgendwie... das in unsere Flotte aufzunehmen. Und hier ist wieder tierischer Nebel, das heißt, wir sehen eigentlich fast gar nichts. Hier ist eine Mini-Insel, da ist halt eine Kiste drauf, ja, aber ich glaube, die können wir einfach mal Kiste sein lassen.
So, wir haben einmal Zucker bekommen. Und segeln weiter. Noch 1500 Meter. Und dann sind wir da. Ist natürlich schön, dass das alles so nah ist. 3 Kilometer, die segelst du halt mal eben wahrscheinlich mit so einem Boot in... Keine Ahnung, 10 Minuten. Naja gut, also wahrscheinlich, ja doch, wahrscheinlich bis man erstmal ausgelaufen ist und so, ja, aber... Warnung, Sperrgebiet, ja, das weiß ich schon. Ich könnte mir vorstellen... Wir sind auch gleich da. Ist das vielleicht diese eine Festung, die wir schon angegriffen hatten? Dann könnten wir die ja tatsächlich mal zu Ende angreifen. Oh oh. Das sind auf jeden Fall Schiffe. Aber das ist ein Stufe 8 Schoner, den können wir uns tatsächlich vornehmen. So, wir müssen uns natürlich ein bisschen beeilen. So, da das eine, glaube ich, noch. So, den haben wir. Oh Gott, die haben uns voll gerammt. Scheiße, nee. So. Wir feuern hier aus allen Rohren. Oh nein, und ich habe wieder mal nicht aufgepasst. Und sie haben uns mal wieder kaputt gerammt. Ich war gerade so konzentriert auf diesen Schiffskampf, weil der war irgendwie so spannend, dass ich leider auch total übersehen habe, dass da noch andere Schiffe waren. Aber ich denke, wenn wir uns nicht ganz so doof... Ich bin jetzt da so ein bisschen angefixt. Ich will das jetzt... Hallo, legt euch mal hier voll in den Wind. Ich bin da jetzt tatsächlich so ein bisschen angefixt. Ich will das jetzt schaffen. Und ich will nämlich dieses große Schiff, das finde ich eigentlich ziemlich cool, das will ich in unsere... das will ich irgendwie in unsere Flotte reinkriegen. Das heißt, ich werde das dann auch einfach nicht plündern. Was haben wir denn da Kleines? Ein Schoner Stufe 4. Da hinten ist noch irgendwas, das könnte ganz interessant sein. Eine Brick Stufe 17, die wir mittlerweile schaffen sollten. Aber irgendwie finde ich dieses Event da gerade interessanter. Also, wisst ihr, was ansteht? Wir segeln da mal hin. Nehmen hier uns noch jemanden mit. Und jetzt werden wir das auch bestimmt schaffen. Wir müssen uns nur etwas besser anstellen. Jetzt kommt... Das einzige Problem ist... Jetzt kommt hier... Haben wir natürlich das Problem, dass wir hier mitten im Sturm kämpfen. Was, glaube ich, eher ungünstig ist. Ah,
Ah, die ist jetzt schon total angekratzt, kann das sein? Cool, das heißt, wir haben die schon fast. Oh Gott, jetzt hab ich bin natürlich so. Jetzt haben wir hier einen Tropensturm. Und ich kämpfe mir hier einen ab. Aber egal. Vielleicht haben wir Glück. Wir können das Schiff nämlich jetzt einfach. So, oh Gott, ich will es nicht rammen, ich will es nicht rammen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir entern das mal. Oh, das ist natürlich jetzt deutlich interessanter, weil hier gibt es deutlich mehr Ziele, die wir töten müssen. Wir versuchen einfach mal so viele, wir können erstmal hier mit der, wie heißt das Ding, keine Ahnung, mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Kanone zu erledigen. Ich habe keine Waffen ausgewählt, shit. Ich bin so ein Depp. Zu doof. Ich bin aber auch gerade echt zu blöd, irgendwie die Waffen auszuwählen. Och, oh Gott. Tja, Leute. Oh, hahaha, ich habe überlebt. Das ist gut. Eigentlich würde ich gerne auch schon Folgenpause machen, aber nein, wir warten jetzt natürlich auf jeden Fall noch, bis wir das jetzt hier erledigt haben. So, wir fliehen mal kurz aus dem, und jetzt, nee, hier können wir Waffen, das ist okay. Das war, ah, so, Säbel, können wir das Ding nochmal verwenden? Nee, leider nicht. So, und jetzt geht's hier ab, Leute. Jetzt haben wir nämlich auch endlich die richtige Waffe dafür. Wir müssen noch einen Offizier irgendwo töten, der ist da hinten. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Oh, was war das denn? Jetzt haben wir hier überhaupt nicht aufgepasst. So. Oh, jetzt hier. Offizier erwischt. Und das Schiff ist unser. Ich denke, das werden wir jetzt aber auch tatsächlich nicht plündern, sondern das werden wir einfach unserer Flotte hinzufügen. So. In Kenways Flotte aufnehmen. Machen wir das? Oder ja, das machen wir. Die Jackdaw können wir ja auch woanders reparieren. Und wir haben ein neues, cooles Schiff in unserer Flotte. Das gefällt mir gut. Und damit sind wir aber jetzt tatsächlich am Ende dieser Folge angelangt. Nee, irgendwie das... Das bewegt sich ja immer noch da vorne, das Event. Ich habe gesagt, ich mache erst Folgenpause, wenn das Event... Was ist das denn für ein Event? Kann man da irgendwie tauchen gehen? Ich bin mir nicht so sicher, ob das gerade eine so gesunde Idee ist. Aber egal. Ich habe gesagt, ich mache erst dann Folgenpause, wenn ich das Event... Wenn ich weiß, was das für ein Event war. Wobei ich vermute... Nee, wisst ihr was? Das war wahrscheinlich echt einfach nur dieses Schiff, was wir gerade geplündert haben. Und wenn es das nicht war, dann haben wir leider Pech gehabt. Ich würde sagen, ich gehe einfach wieder an Bord unseres Schiffes, mache mich mal auf den Weg in die Kajüte, sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!